Und damit sage ich euch allen einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play Eurojack Simulator 2. Und du kannst reinziehen. Ja, ich habe nur gerade eine kleine technische Problem. Ja, ich hab's gesehen, dass du technische Probleme hattest. So, herzlich willkommen zur 593. Ausgabe hier vom Eurojack Simulator 2. Und wir dürfen nur noch 70 fahren. Fantastisch, dann fahren wir auch unsere 70. Ja. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Und gleich muss ich diesen geliebten Elektro-Truck wieder abgeben. Aber ist doch schade. Aber wir haben ja heute noch ein paar andere Aufgaben vor. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Gucken, ob ich die Kurve richtig einschätzen kann. Nicht so wie in Formel 1. In Saudi-Arabien in Turn 3 gegen die Wand geknallt bin. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Sieht fantastisch schön hier aus. Mein LKW hat schon 9200 Kilometer. Ja, es hat sich ja vieles geändert im Eurojack Simulator 2. Auch mit dem Patch 1.5.1 habe ich gestern gelesen. 41 Städte wurden bearbeitet. Das komplette Overbeat hat sich komplett geändert. Also echt cool. Dass wir jetzt hier 70 fahren müssen, tut überhaupt nie weh. So, und wir sind leider da und wir fahren sogar an den zwei Fragezeichen mit vorbei. Das ist ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Huch. Hat jetzt so ausgesehen, als würdest du abbremsen. Nimm die Ausfahrt rechts. Sondern dürfen wir links abbiegen. Dann machen wir das doch einmal mal. Biege nach links ab. So, wir bleiben hier auch einmal stehen. Einkommen. Dann können wir rein. Hä? Soll ich's verarschen? Was? Hier steht 80 und ich wurde geblitzt. Danke für nichts. Wir haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Und wir haben einen Renault-Händler entdeckt. Renault hat ja jetzt auch einen Elektro-Truck. Im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Mal gucken, ob ich das mit rückwärts einparken kann. Diese Ausfahrt. Biege nach rechts. Was ist denn endlich? So, oh, jetzt wird's witzig. Das war eine Och, schöne Fahrt. Och, nö. Oh, warum da? So. Krieg dafür 40 E. Darf immer ganz hinter. Ja, ich auch. Das wird jetzt spannend. Da musst du dorthin? Stelle? Ich denke. Ich muss gleich halt. Bis nach rechts. Gucken, ob ich das auf Anhieb schaffe. Du dort rein? In die Lücke? Oder musst du dort. Ja. Musst du, also ne, am Zaun dort hinten parken oder was?
Ja, doch. Jetzt sieht's schlecht aus. Kann ich fahren? Müsstest. Ja, gut. Ist es nicht perfekt, aber man kann es machen. Wenn es also per genehmigt und gut befunden. Ja. Natürlich hast du es einfacher. Ich krieg dafür auch noch 40, ey. So. Sehr schön. Guckt euch das doch mal an, Leute. Es war voll gekonnt. Sehr schön. Ja, geschafft. Das ist eine ausgezeichnete Fahrt gewesen. Und wir haben dafür unglaubliche 6.233 Euro bekommen und sind bald Level 23. So, haben wir den ersten Auftrag fertig. Gehen wir direkt in den nächsten rein. Wenn du jetzt übrigens gleich mit dem Schwerlasttransporter fahren möchtest, darfst du aber nicht mit deinem eigenen Eck. Hm? Ich weiß. So, dann aber gucken wir mal nach einem Schwerlasttransporter. Es sieht aber nicht so aus, als ob es einen geben würde gerade. Okay. Ansonsten. Bagger fahren. Okay. Gabelstapler. Eine Yacht. Wo stehen denn eigentlich? Wir stehen in. Also, wir sind in der Nähe von Lyon in Frankreich. Hier haben wir zum Beispiel Leopard 2A. Was gibt's denn hier bei den externen Aufträgen? Du hast gesagt, wir stehen in Frankreich, ne? Ja. Noch nicht. Wir könnten einen Bagger für 163.000 nach Russland fahren. Hätte ja auch insgesamt beim schnellen Auftrag Preis von 226.000 oder 3.636 Kilometer gehen. Wir würden in Spanien starten. Das wäre ein Leopard 2A4 mit 50 Tonnen. In Spanien? Mhm. Wir würden fahren bis nach Island hoch. Okay. Wollen wir das machen? Möchtest du das? Ist die Frage. Ja, man kann ja danach immer noch nach dem Schwertransport gucken. Ja. Okay, dann nehmen wir einen für 226.907 Euro. Diesen Auftrag habe ich angenommen und du kannst auch direkt mit dem LKW fahren, wenn du. So, kannst einmal mit dazu beitreten. Ja, natürlich. So. Wir haben 7.000 Liter. Das sind insgesamt. Sprintdistanz von bereitgestellter LKW, ne? 19.282 Kilometer, also wir müssen noch nicht immer die ganze Fahrt tanken.
So. Wahnsinn. Ist zwar hässlich weiß, aber für 226.000 Euro, Leute, lohnt sich der Auftrag richtig. Aber weiter geht's dann in der nächsten Folge hier zum Euro Truck Simulator 2. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Einschalten. Bis morgen, macht's gut und tschüss, Sikorski. Sieht mir auf jeden Fall nicht.